Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind noch im Ladebildschirm von dem kleinen Kampf Ridley gegen Kirby. Der geht mir so mächtig auf den Senkel, dieser Typ. Und wir können ihn nicht wegkatapultieren. Das ist das, was ja noch nerviger ist. Seht ihr? 109 Schaden und er konnte nicht weggeschlagen werden. Ich bin echt mal kurz davor, das einfach mal auf leicht zu machen und ihn einfach mal so zu vermöbeln. Wir spielen ja momentan auf Mittel. Oder normal, wie das heißt. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe da jetzt einfach mal Lust drauf, den mal so ordentlich mal zu gucken, ob ich das hinkriege. Der geht nämlich so auf den Senkel. Option, Schwierigkeit. Das sieht ja auf normal spielig, so wie es eigentlich sein sollte. Aber jetzt ist es mal so. Ich glaube, ich habe auch keinen. Mal gucken, ob ich das jetzt auf leicht, ob das auf leicht einfacher ist. Bis jetzt ja nicht, ne? Komm her. Bis jetzt habe ich ihn auch noch nicht einmal weggeschlagen bekommen. Ja doch, jetzt das zweite Mal mit 160. Okay, als ich selber jetzt rauskatapultiere, läuft. Da haben wir den, der dunkle Kaiser. Ja, jetzt steht gleich wieder auf normal. Das müsste jetzt erstmal sein. So. Fühlt sich auch gleich viel besser an. Vielleicht ist hier so der Weg, den wir suchen. Naja, anscheinend auch nicht. Gut, dann müssen wir hier halt weitermachen. Fortido? Sieht schon Ausdauer-Smash gegen ein weißes Glurak. Bereit? Los! So, kriegt er hin. Ohne Probleme. Sieht aber nicht schick aus. Ja, Bayonetta ist eigentlich ganz cooles Spiel. Könnte man ja auch mal in Angriff nehmen, das mal durchzuzocken. Helena, Pandora's Tower. Nie gehört. Bereit? Los! So, darauf haben wir eigentlich nur gewartet. Bam. Freut sich Kirby.
Also mal schön so einen Stab hinterher werfen. Meistens trifft es ja auch. Also, manchmal. So, jetzt sind wir in der Gerudo-Festung. Watti. Da haben wir doch vielleicht was Besseres. Sturm. Wir haben da irgendwo was mit Sturm. Macht Widerstand gegen fähige Stürme, macht immun gegen Stürme. Das ist doch das, was wir suchen. Und der Gegner startet mit einer Erzkeule. Na komm, spring da rein. Diese alte N64 Zelda Map ist schon echt cool. Das hat aber eine richtig schnelle Erholung gehabt. Richtig gut. Auch wenn mein Kampf irgendwie scheiße war, aber hey. Dafür war das nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal gucken, wer da auf uns wartet. Das ist Ganondorf. Komm. Dann passen. Wir brauchen nämlich dafür keinen Sturmschutz. So schwächen wir ihn sogar noch ein bisschen. Das ist richtig gut. Bereit? Los! Jetzt gib doch schon auf, Mädchen. Mehr Glück als Verstand. Gut, Ganondorf haben wir jetzt auch dabei. Richtig gut, ein Gerudo kann nie schaden. Wir haben das jetzt vervollständigt. Schön und gut. Oh. Das war nur so nebenbei, ne? Warte mal. Er meint Link. Er meint den jungen Link. Was bist du denn? Wie was soll das Hyrule Castle darstellen? Nicht so wirklich, ne? Gut, gehen wir mal an. Was auch immer du bist. Es könnte... Wie heißt denn dieses riesige Pokémon-Schwein, was auch so brennt? Aus der 6. Generation? Ach, das ist gar nicht. Okay, ich habe mich zu früh gefreut. Und es
ist... Hat das Schaden gemacht? Ah, warte mal, das ist ja immer die leuchtende Stelle, ne? Ja, es ist immer das, was leuchtet. Die leuchtende Stelle. Komm, komm. So, das ist jetzt nicht mit gemeint mit komm. Na, was wird das jetzt? Ich wusste gar nicht, dass Scanner das kann. Na komm, 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 komm. Ja, war auch nicht so erfolgreich, ne? Komm, spring rein. Ja, war auch nicht so erfolgreich. Immer schön mit dem Hammer draufhauen, Kirby. Oh, jetzt macht der Ernst ja gerne. War ja bestimmt noch irgend so ein Ass im Ärmel. Naja, oder auch nicht. Jetzt. Niederlage. Nein! Auf den letzten Meter, ey, komm. Das können wir Hyrule nicht antun. Ja, es ist... Ich hätte bei dir gesagt, Giga Ganon. Stellt euch das mal vor, so ein Giga Ganon. Ja, was war das alles? War das schon alles?
Wandel. Komm, Kirby. Tu dich jetzt nicht so, als ob du nicht mehr weißt, wie ein Stein aussieht. Und der springt gleich auf uns. Komm, spring hoch. Na komm. So, gerne. Du kleines Schweinchen. Jetzt springst du rauf. Ach, dieser Ablauf, ey. Niederlage. Seit wann haut er danach? Unglaublich. Aber gut, den kriegen wir. Den kriegen wir platt. Keine Angst vorm Schwein. Freunde, mit dem Stein sind wir fast unverwundbar. Komm. Das hat ihn getroffen. Oh, das ist ja immer gleich. Abhaut, wenn man ihn deswegen nicht so richtig trifft. Der nervigste Gegner auf dem Campus.
ist Onkel Ganon. Aber nur, weil er so lange dauert, weil man ihn nicht richtig treffen kann. Und wenn man ihn trifft, dann immer nur so kleine Happen. Na komm. Oh, das tat weh, Kirby. So, halbes Leben noch. Na komm. So, komm, ein Viertel hat er noch, ein Viertel hat er noch. Ist ein Son Goku-Beam da? Na, was macht er jetzt? Okay, haut zweimal jetzt. Diesen. Diesen Miefball raus, hätte ich beinahe gesagt. Komm, gleich runter. Ja, was wird das jetzt hier, Mr. Ganon? Kommt damit durch den Stein durch? Wie unfair.
Da haben wir ihn. Das war eine schwere Geburt. Aber wir haben Ganon. Der irgendwie gewissen komisch aussieht. Gucken wir, was passiert mit dieser Welt. Ob wir noch immer diesen einen Kämpfer da unten holen können. Okay, irgendwie ist nichts passiert. Und jetzt? Es ist nichts passiert. Wir konnten wieder den da befreien. Noch irgendwie hat sich diese Welt hier irgendwie verbessert. Okay, dann machen wir hier auch einen kleinen Cut, wenn es euch bisher gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!